Rainer Guldner ist Inhaber des Maklerbüros Berlin Home und im Interview mit uns beim Business Talk am Kudamm spricht er über den Beruf des Immobilienmaklers. Vor allen Dingen bringt er Menschen in die eigenen vier Wände. Was macht denn einen guten Immobilienmakler aus? Muss man dazu was studiert haben oder kann man da auch einfach aus dem Leben kommen? Also erzähl ich mal von mir. Man kann es studieren, es gibt Lehrgänge. Selbstverständlich kann man aus dem Bankermilieu kommen mit vielen Zahlen. Ich habe ungefähr das Gegenteil gemacht. Und das ist das, was ich heute betreibe, eigentlich auch äh, die empfehlenswerte Seite von der Praxis. Learning by doing. Also ganz konkret, bei mir ging es los, dass ich meine eigene Eigentumswohnung gekauft habe, hier in Berlin, meine letzten Kröten zusammengekratzt, einen Kredit aufgenommen, wie fast alle. Und mir meine eigene Wohnung gekauft habe. Das war eine sehr gute Entscheidung vor 15 Jahren. Wer sich ein bisschen auskennt auf dem Berliner Immobilienmarkt, wird das bestätigen. Es ist aber auch heute noch eine gute Entscheidung. Denn es hat mir eine ganz andere Sicht auf Wohnungen, Eigentumswohnungen ermöglicht. Und ich muss mich ein bisschen abkürzen, sonst kommen wir nicht zur nächsten Frage. Es gäbe viel dazu zu sagen. Einen guten Immobilienmakler, der Eigentumswohnungen zur Selbstnutzung vermittelt oder verkauft, macht aus, dass er das kennt. In meinem Fall über 100 Mal die letzten Jahre. Und wissen Sie was? Es ging immer gut, weil ich mir sehr viel Mühe mache, die Wohnung gut kennenzulernen, die ich verkaufe, und die Eigentümer kennenzulernen, die die Wohnung kaufen wollen. Beide und beide zusammenbringe. Das ist eine emotionale und kommunikative Sache und keine Sache von Excel-Tabellen. Ich muss jetzt auch gerade ein ganz kleines bisschen aus... Holen. Zum einen merkt man bei ihnen, dass sie eine wunderschöne Stimme haben. Und das liegt natürlich daran, dass sie Schauspieler sind, sie haben Theater gemacht, mhm. sie haben Filme gemacht, sie haben synchronisiert. Dann haben sie gerade erzählt, dass sie sich ihre erste Eigentumswohnung selbst in Berlin gekauft haben, was als Künstler durchaus, ja, ich würde fast sagen, selten vorkommt. Also es gibt ja zumindest Künstler, die auch von der Hand in den Mund leben. Absolut. Und zum dritten haben sie gerade gesagt, dass es eben darauf ankommt, den, den Menschen dahinter kennenzulernen, die Wohnung kennenzulernen. Und da stelle ich mir jetzt gerade bei Ihnen als Schauspieler so vor. Das ist vielleicht auch so ein bisschen wie auf die Bühne zu gehen, sich mit den Requisiten vertraut zu machen, in eine Rolle zu gehen, den Menschen zu lesen, vielleicht in einer gewissen Art und Weise, und dann beides zusammenzubringen, dass es einfach matcht. Hm, hm teilweise. Ähm, ich fange mal ein bisschen andersrum an. Man hat mich ein bisschen gewarnt und gesagt, hat, Rainer, sag bloß nie, dass du Schauspieler warst. Ich habe gesagt, nee, mach ich nicht. Und bei den meisten Leuten hat das Interesse geweckt. Die Befürchtung war, der Schauspieler, der Spieler spielt dir was vor. Der verkauft dir einen Schrott, weil er dir was vorspielt. Diesen Zahn habe ich mir selber ganz schnell ziehen können. Niemand, kauft eine Wohnung und zahlt mehrere hunderttausend Euro, weil der Makler gut redet. Niemand. Alle wollen diese Wohnung, diese Räume, wo wir jetzt drin sind, sehr gut kennenlernen, bevor sie wirklich kaufen. Es geht immer um sehr viel Geld. Ging es bei mir auch, Ging, geht es bei meinen Kunden auch, auch bei Verkäufern geht es um sehr viel Geld. Die wollen damit was anfangen. Oft geht es um Altersvorsorge. Das will wohl überlegt und geprüft sein. Und alle prüfen das. Nur weil der Makler nett redet, kauft niemand eine Wohnung. Man schaut sich sie sehr genau an, bringt einen eigenen Experten mit. Ich bitte manchmal darum, wenn die Leute sich unsicher fühlen. Man soll sicher sein und ich will sicher sein beim Notar, dass sie genau wissen, was sie da kaufen. Schauspieler hin oder her. Mhm. Aber was der Schauspieler möglicherweise kann, nicht alle, gibt es sehr Introvertierte, ist moderieren, mit Emotionen von den anderen umgehen, Gespräche führen, zuhören. Das macht einen Immobilienmakler aus im Eigentumswohnungsbereich. Man mag im Gewerbe ganz anders sein, aber ich vermittle in der Regel tatsächlich die Wohnungen von Privatverkäufern oder Privatkäufern, die in der Regel die Wohnung selber bewohnen. Es ist ja auch oft so, dass bei Immobilienmaklern gesagt wird, wenig Arbeit und dafür kriegen die echt viel Geld. Das ist das Klischee. Das ist das Klischee. Und Sie haben auch gerade gesagt, dass Sie eben Privatkunden betreuen. Das bedeutet also gerade, da haben Sie auf der einen Seite den Käufer, auf der anderen den Verkäufer. Der Verkäufer könnte doch auch selber auf den Markt gehen und die Wohnung anbieten. Absolut. Kann er machen. Ist zuverlässig. Meine Empfehlung, leisten Sie sich den Makler. Warum? Gute Frage weil er ihnen erstens viel Arbeit abnimmt, Arbeit, die sie im Moment gar nicht sehen, und weil er Störfälle, Konfliktfälle vermeidet, weil es bei ihm in der Regel einen reibungslosen Ablauf gibt bis zur Übergabe und sogar bis zur Zahlung des Kaufpreises. Das ist längst nach dem Notartermin, was die meisten nicht wissen, die meisten glauben beim Notartermin, ist alles fließt Geld. Nein, nein. Es, es dauert noch eine ganze Weile. Er hilft sehr viele Klippen umrunden. Da können wir stundenlang drüber reden. Welche Klippen? Mhm, Meine genau. Empfehlung ist: Leisten Sie sich Berlin Home Goldener, wenn Sie das Vertrauen zu mir haben, oder leisten Sie sich einen guten Makler. Mhm. Es ist nicht ohne Grund, dass glaube ich 90-95 Prozent aller Wohnungen verkauft entweder der Bauer von Wohnungen, der Wohnungen selber baut oder der Makler. Man nimmt sich einen Makler. Gönnen Sie sich den. Hm. Sie haben ja gerade schon gesagt, der Makler kann ganz viele Klippen umschwingen. Mhm. Das heißt, was sind die größten Risiken beim Kauf, Verkauf einer Immobilie? Hm. Also ein Riesenfeld, das muss ich ein bisschen abkürzen. Also ganz grob kann ich sagen, wenn Sie es richtig machen beim Makler, gibt es eigentlich kaum Risiken. <laughs> Im Gegenteil. Also, ich habe ja sehr viele Käufer gehabt. Ich fange jetzt mal von der Käuferseite an, die das erste Mal eine Wohnung kaufen. Ich kann die Allermeisten nur ermuntern. Schon die letzten Jahre. Sie haben sich was Gutes getan. Sehr viele Leute kommen nach Jahren zu mir und sagen, na oh Gott sei Dank haben wir die Wohnung gekauft. Es ging alles gut. Äh, sie wohnen gut drin. Sicher drin. Sie haben eine feststehende Miete. Das sind ihre Nebenkosten und das war's. Die kann niemand mehr erhöhen. Der Verkäufer ist froh, er hat Geld zum wieder weiterleben, weiter investieren, sich eine neue Alterswohnung kaufen. Klassisch, die letzte Wohnung war eine Klasse. Er will eine Alterswohnung in der Nähe von Stuttgart, weil er da aufgewachsen ist und weil er hier, seine hier in Berlin verkaufen. Die Risiken sind minimal. Wenn Sie so eine Makler machen, Müssen Sie eigentlich alle Unwägbarkeiten, die beim Verkauf immer auftreten, selber meistern. Das kann gut gehen. Absolut. Der Makler, ich mache es jetzt mal so, der Makler kostet ein 33 der Kaufsumme. Leisten Sie sich den. In Zukunft interessanterweise für Verkäufer und Käufer. Vielleicht kommen wir dazu noch. Sie haben gerade von Stuttgart gesprochen oder eben auch von Berlin. Gerade Stuttgart ähm, auch sehr, sehr teure Immobilien. Das bedeutet, Sie haben gerade von dem Dreißigstel gesprochen. Das ist natürlich nicht so viel, aber gerade wenn die Summen natürlich sehr hoch werden, ist dieser prozentuale Anteil trotzdem einfach viel. Also ist dann, ist dann nicht das Geld äh, überzogen? <laughs> ähm, ich sage nein. Ähm es ist nur die Summe, die man oft hört, weil man das Gefühl hat, da steckt keine Arbeit dahinter. Es steckt sehr viel Arbeit dahinter. Es ist also sag mal ein Verkäufer will jetzt seine Wohnung verkaufen. In der Regel hat er den Eindruck, er hat eine super Wohnung und die Leute reißen sich drum. Er braucht bloß warten. Die spazieren rein und sagen, ich kaufe die Wohnung, wann ist Notartermin? So ist das nicht. Ein Käufer hat Angst, Geld zu verlieren. Er wird ein drittes, ein viertes Mal kommen. Er wird an Wochenenden kommen wollen. Dann, wenn er nicht arbeitet. Der Verkäufer ist an Wochenenden auf, auf seiner Bike Tour. Oder er sitzt in Süddeutschland und will seine Berliner Wohnung verkaufen. Er kann gar nicht besichtigen. Ich habe dann gehört von Leuten, die den Schlüssel beim Nachbarn abgeben. Da muss ein Mensch kommen, der 400, 500.000 Euro für eine Wohnung zu zahlen bereit ist, muss den Schlüssel beim Nachbarn abholen, um in eine leere Wohnung zu gehen, wo es halt, er kann keine Fragen stellen. Der Makler kennt die Wohnung, der hat sich beschäftigt mit der, der kennt auch die Reparaturbedürftigen Stellen. Ich zeige die. Selbstverständlich. Schauen Sie, wenn die Wohnung unrenoviert ist, dann schauen Sie hier. Ist ein Renovierungsbedarf, der kostet ungefähr so viel, kann ich Ihnen aber schätzen. Sie können mir Fragen stellen. Mhm. Das, was ich nicht weiß, bringe ich in Erfahrung und kommuniziere es. Es ist nicht so einfach, wie man denkt. Das kann gut gehen, klar. Wenn man den Kumpel nebenan hat, soll man dem die Wohnung verkaufen, da braucht es keinen Makler. Vollkommen klar. Aber in der Regel ist der Kumpel nebenan auch nicht bereit, die volle Kaufsumme zu zahlen. In der Regel ist der freie Markt das Interessante für Verkäufer, weil sich da die aller, allermeisten Leute vorinformieren, das ist ein weiteres Arbeitsfeld für Makler, weil er ein gutes Exposé macht, weil er wirklich eine gute Anzeige macht, in der Regel im Internet, im Zweifel auch woanders, und äh, die Leute im Prinzip schon vorinformiert sind und sie wissen, was sie kaufen. Oder zumindest wissen sie, was sie erwartet, bevor sie besichtigen. Und Käufer und Verkäufer könnten sich in Zukunft die Kosten teilen? Sie müssen sich die Kosten teilen. Ist Ihnen noch nicht bekannt? Ist vielen noch nicht bekannt? Darum sage ich es hier. Es hat eine, gleich, sehr vernünftige neue gesetzliche Regelung gegeben. Die Maklerkotage ist künftig zu 50% vom Käufer zu zahlen. Bisher war es zu 100% und 50 Prozent vom Verkäufer. Mhm. Neue Regelung. Ab wann gilt sie? Ab 21. Dezember diesen Jahres, kurz vor Weihnachten. Sehr vernünftige Regelung. Es gab Geschrei in der Immobilienbranche. Manche Makler haben aufgeschrieben: Gottes Willen. Die Verkäufer schreien, schrei, schreien auf: vom Himmels Willen müssen wir den Makler sagen: Ja, sie beauftragen ihn ja. Es ist fair. Es war in den letzten Jahren Usus, der Käufer zahlt die Kortage bei Eigentum. Bei Eigentum, bei Miete ist es ja längst schon anders, das wissen wir ja. Da gilt ja das Bestellerprinzip. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir das Bestellerprinzip auch. Nicht ganz so heftig, dass der Verkäufer alles zahlen muss. Wir hälfteln, weil der Makler arbeitet ja für beide fair. Ich sage vollkommen fair. Hätte man längst machen sollen. Mhm. Viele Verkäufer setzen ja auf große, bekannte Namen, wie zum Beispiel Engel und Völkers, große Agenturen. Genau. Ist man bei denen besser aufgehoben oder ist dann eben der persönliche Kontakt kleiner, individueller besser? Ich sage jetzt mal, wenn Sie ein Schloss zu verkaufen haben, gehen Sie zu Engel und Völkers, weil äh, die haben die Kundschaft dafür. Wenn Sie eine normale Wohnung, und dazu meine ich auch eine schöne Dachwohnung, die für zwei Millionen kostet, das ist mittlerweile schon eine normale Wohnung in Berlin, das gibt es haben, können Sie zu jedem beliebigen Makler gehen, zu dem Sie Vertrauen haben. Lernen Sie den kennen, führen Sie ein Gespräch mit ihm, laden Sie ihn ein in Ihre Wohnung, der soll sich das angucken. Und wenn Sie das Gefühl haben, der versteht was von der Sache und der macht mir eine gute Kalkulation meines Kaufpreises, kostenfrei, dann nehmen Sie den. Ich mache das immer. Denn Engel und Völkers ist ein Franchiseunternehmen. Das sind letzten Endes Makler wie vielleicht Sie, vielleicht ich, die sich mit viel Geld sich diesen Namen gekauft haben. Mehr nicht. Mhm. Worin unterscheidet sich denn das Leistungsportfolio generell von verschiedenen Maklern? Hm. Hm. Das ist im Eigentumswohnungsbereich. Lernen Sie einen kommunikativen Makler sehr schnell kennen, weil Sie ihn sprechen, weil Sie mit ihm reden. Der sitzt nicht in New York, der sitzt hier in Berlin. Da erkennen Sie sehr schnell die Unterschiede. Ob jemand Ihnen ein bisschen erzählen kann, was er schon erlebt hat, oder ob er das das erste Mal macht, ob er einfach nur die Wohnungen vom Bruder verkauft. Der hat gerade zufällig ein Haus gekauft und ihm gesagt hat: Bruder, du vermittelst das. Wenn er keine Ahnung hat von der Wohnung, wenn sie ihn Fragen stellen und er sagt: Wo ist sie nicht? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Naja, dann ist es das. Und sie glauben nicht, wie oft ich das von meinen Kunden höre. Spätestens nach der ersten Besichtigung können Sie es beurteilen und die Besichtigungen, das äh, gleich ist immer noch kostenfrei. Sie dürfen besichtigen und Sie sollen besichtigen. Jeder, der Interesse hat, soll oft Wohnungen anschauen. Ich empfehle es, viele Wohnungen anzusehen. Das festigt das Bild von dem, was man eigentlich gerne hätte, und das Bild von dem, was man sich dann wirklich leisten kann. Mhm. Ja, ja. Auch für Verkäufer. Äh, Sie glauben nicht, auch einem Verkäufer ist es wichtig. Wie eine Wohnung verkauft wird und an wen sie geht. Nicht nur der Kaufpreis. Führen Sie Gespräche mit dem Makler, Sie finden sofort raus, ob er zu Ihnen passt oder nicht. Vielen Dank.